Was geht ab, meine kleinen Schildchen? Herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Daylight. Und wir stehen hier, ich weiß es nicht mehr genau, wir sind auf jeden Fall durch diese Tür gegangen, die da war und jetzt nicht mehr da ist. Und irgendwie sind da komische Effekte. Ich weiß nicht, was ich da machen kann, aber nun ja. Wir müssen wieder neue Relikte suchen, glaube ich. Und hier haben wir ziemlich komische Geräusche. Ja, also wir dürfen nicht zu laut reden, denn ich habe keinen Bock, dass uns hier gleich irgendwann entgegengesprintet kommt. Alle Mitarbeiter. Ah, okay. Letzte Nacht gegen 19 Uhr gab es einen Stromausfall in dieser Einrichtung. Der unglückliche Zeitpunkt hatte zur Folge, dass ein Patient in kritischem Zustand nicht in die Notaufnahme überstellt werden konnte. Und dieser auf dem Gang hinter der Sicherheitstür des Archivs verstarb. Um solche Tragödien in Zukunft zu vermeiden, möchten wir alle Angestellten, die nicht zum Wartungspersonal zählen, darauf hinweisen, dass die Sicherheitstür nicht funktioniert, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Bevor die Tür geöffnet werden kann, muss zuerst der Schutzschalter zurückgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit der Lage des Netzschalters im Archiv vertraut. Gut. Das scheint noch nicht zu funktionieren. You don't say. Ich habe die Kamera jetzt übrigens mal ein bisschen heller gemacht, weil ich glaube, in der ersten Folge war die dann doch ein kleines bisschen dunkel. Was haben wir denn hier? Wir verstehen, dass Sie Ihre 10-minütigen Pausen nicht immer vor dem Gebäude verbringen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Sie Gegenstände im Archiv verschieben und es als behelfsmäßiges Raucherzimmer nutzen können. Egal wie geräumig es ist und wie hoch die Decke auch sein mag. Wir haben mehrere Angestellte dabei ertappt, wie sie Kisten mit Versorgungsmaterial verschoben und übereinander gestapelt haben, um daran hochzuklettern und sie als Aussichtsplattform zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Turnausrüstung. Das Klettern auf Kisten mit medizinischem Versorgungsmaterial wird nicht toleriert. Oho. Da hat aber jemand einen schlechten Tag gehabt. Hat einen Spielverderber. So. Aha. Kann ich da hoch? Nein. Gut, wir gehen aber mal eben kurz zu der anderen Seite. Kann ich da hin? Ja. Das sieht echt ein bisschen abgefahren aus, muss man mal ganz einfach sagen. Aber egal, stört uns nicht. Wir wollen ja schließlich hier nichts irgendwie liegen lassen oder so. Aber hier scheint nichts zu sein. Gut, heißt also zurück. Oh! Guck mal, da wäre ich fast dran vorbeigelaufen. Voll geil. Erstmal einen anmachen. So. Und wieder mitnehmen. Boah, stell dich mal vor, ich hätte die übersehen, ey. Ich will mir was anhören dürfen. Ah, die, du bist an Leuchtstäben vorbeigelaufen, Mami. Aber ich hab sie gesehen. So. Lol. Ach so. Na gut. Alter, das könnt ihr doch nicht bringen, ey. Okay. Miss Daniels wurde heute früh tot in ihrer persönlichen Unterkunft aufgefunden. Es wurde ein Abschiedsbrief sichergestellt, aus dem entnommen werden konnte, dass sie sehr unglücklich mit ihrer Arbeit und ihrem Privatleben war. Laut dem Personal vor Ort war die Todesursache rascher Blutverlust durch selbst zugefügte Schnittwunden am Handgelenk. Die Leiche wurde in einem Rollstuhl sitzend aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen werden folgen. Miss Daniels Leichnam wurde inzwischen in die Leichnalle überstellt. Dieser Vorfall ist den anderen verstörend ähnlich. Alter. Das Mid-Island Hospital war eines der einflussreichsten und medizinisch bedeutendsten Orte in der Geschichte unserer Stadt. Nur wenige wissen jedoch, wie wichtig es wirklich war. Von Pockenbehandlungen in den 1850ern bis zu dessen Leistungen im Bereich der Tuberkuloseforschung in jüngerer Vergangenheit hat das Krankenhaus viel zum Wohle der Bevölkerung von New Kipling beigetragen. Selbst der kurze, wenn auch gescheiterte Versuch, es als Haftanstalt wiederzuöffnen, hat dabei geholfen, unsere Bürger zu schützen. Gut.
So, Freunde. Okay, wo kam die denn her? Ist sie da drüber gejumpt? Es gibt scheinbar auch nur einen Weg. Bewohner von Kipling werden beschuldigt. Verbrechen. 16-jähriges Mädchen. Urfte. Leben. Gesteht Schuld. Wird gehängt. Böse. Ein Haus. Eröffnet um mehr Ausbreitung der Krankheit. Okay. Ah! Oh, Alter. Stop. Stop. Okay, und jetzt? Und dann ist da das Krankenhaus, wie wir es heute kennen. Verlassen und von den Einheimischen wegen der unheilverkündenden Vogelbevölkerung als Crow Island bezeichnet. Das Krankenhaus und die Insel, auf der es steht, sind inzwischen tief verwoben mit Gerüchten über Flüche und gespenstische Aktivitäten. Es gibt kaum ein Kind in Rudyard Kipling, das nicht als Mutprobe in das verlassene Gebäude geschlichen ist. Und die Geschichten, die sie erzählen, überstimmen den Geruch von Zigarettenrauch oder sogar das Erscheinen eines Schattens einer Frau, die durch die Gänge wandert, haben nicht gerade viel dazu beigetragen, den Ruf dieser einst lebensrettenden Stütze unserer Gesellschaft zu bewahren. Okay. Während ihrer nächtlichen Rundgänge bemerkte Schwester Moriarty, dass Patient 90D in einem aufgebrachten Zustand in seinem Zimmer stand. Die Schwester behauptete, der Mann hätte mit dem Gesicht gegen das Schutzgitter des Glases geschlagen. Sie rief um Hilfe und als wir eintrafen, war das Gesicht des Patienten völlig blutverschmiert. Außerdem brüllte er etwas über Gesichter im Dunkeln. Der Patient wurde sofort ruhiggestellt und auf die Krankenstation gebracht, wo der verantwortliche Arzt angab, dass er wahrscheinlich beide Augen verlieren würde. Der Patient schien darüber völlig unberührt. Empfehle Überstellung in Dr. Mercers Obhut. Da hinten ist noch was, das leuchtet. Aber da komme ich jetzt so nicht hin, nicht wahr? Komme ich denn hier weiter? Wieder zurück? Ah, hier. Oh, oh, rotes Licht. So, okay, erstmal wieder unser Ding hier anmachen. So. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Daya weigert sich seit dem Zwischenfall, nach dem Patient 90D zu sehen. Nach Patient 90D. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendetwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungsfall von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Oh. Nun gut. Auf manche Objekte kann man klettern. Okay, Kisten mit Seilen können bewegt werden. Okay. Was war das? Ja, wie kann ich die bewegen? Und jetzt? Oh, okay. Na, warte, dann vielleicht so. Ah ja. Okay. Schieben, schieben, schieben. Und jetzt draufklettern. Ah, okay. Kisten mit Seilen. Da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall dran erinnern, immer. Ja? Okay. Ah, da ist der Notschalter. Was ist denn das für ein Arsch? Immer. Okay. Wer ist denn hier? Sind das meine Schritte? Wo muss ich denn hin? Ah, hier oben drauf. Ah, okay. Habe ich verstanden. Okay, und drauf.
Und nochmal einen drauf. Und hier auch drauf. Oh Leute, ich sage euch. Ja, komm. Boah, wie die auch immer unten auf den Boden guckt, ey. Ah, hier bin ich jetzt wieder. Jetzt kann ich auf den Knopf drücken. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Na gut. Dann mal schön hier rein. Okay. Ich muss mich kratzen. Spieldaten werden gespeichert. Na wunderbar, das ist ja schon mal was. Aha, interessant. Eine. Das Spiel, habe ich gelesen, soll immer wieder anders aussehen. Ich weiß es nicht. Könnte es sein. Spielt es ja jetzt zum ersten Mal, okay, aber. Scheinbar. Oh, das sieht aber schon ein bisschen übel aus da. Zu viele Kranke für das Krankenhaus, oder wie? Ah, jetzt muss ich wieder Relikte sammeln. 0 von 6 habe ich. Oh, jetzt geht die Scheiße schon wieder los, ey. Ja, ich kann jetzt gerade nicht allzu viel sagen, denn ich höre irgendwas. Irgendwelche Geräusche höre ich. Verfolgt mich noch nichts? Nein. War ich hier nicht schon mal? Ach so, hier ist wahrscheinlich der nächste Stock. Schätze ich mal. Toll, hier ist eine Sackgasse. Ist natürlich ein bisschen lame jetzt. Vorne war ich aber noch nicht. Wir gucken trotzdem mal, was hier ist. Wir sind letztes Mal auch nicht die Treppen runtergegangen. Vielleicht kommen wir hier auch gar nicht weiter. Oh. Natürlich kommen wir hier weiter. Das war ja klar. Nichtsdestotrotz gucken wir uns jetzt hier erstmal um. Alter, das ist aber auch so dunkel, ey, alles. Oh, nö. Ich bin aber da oben noch nicht überall gewesen. Das würde ich mir gerne nochmal angucken, bevor ich jetzt da unten weitergehe. Weil nachher geht es da unten wirklich so ganz krass weiter. Und ich bin hier noch nicht gewesen überall. Ich würde hier gerne erstmal alles abchecken. Hier oben. Hier nämlich. Hier. Wenn es da nicht weitergeht, ist da kein... Ah, es ist okay, hier geht es nicht weiter. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Und hier geht's auch nicht weiter. Also, ja gut, müssen wir nach unten. Dann müssen wir nach unten. Oh Mann, ich liebe ja solche Gruselspiele. Warte mal, kann ich eigentlich nach oben? Wir wissen ja jetzt, was unten auf uns wartet. Okay, hier kann man hoch. Hier kann man tatsächlich hoch. Alter, wo kommt man denn hier überall hin? Willst du mich verarschen? Hier ist ja auch nix. Ich dachte, hier wäre wenigstens mal ein Relikt oder so eine Scheiße. Aber nein, du musst in die Kanalisation. Na gut. Dann mal auf. Schneller, 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 schneller. So, bis hier sind wir ja schon gewesen. Lass mal kurz meine Nase kratzen. Can't see a thing.
Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Aber hier. Oh, 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 jetzt auch noch durch diese dunklen Gänge hier. Wieso hat die sich nicht einfach, jetzt mal ohne Spaß, wieso hat die sich nicht am Anfang einfach irgendwie so eine Rampe gebaut, womit die dann einfach aus den zugenagelten Fenstern rausgegangen ist? Jetzt mal ohne Scheiß. Wieso muss man sich durch so eine Scheiße hier bewegen? So, verwende Leuchtstab und Leuchtstab gefunden. Oh, cool. Na komm. Mach auch nochmal einen an. Wir haben ja noch genug jetzt. Ist das eine Wand? Nee, das ist eine Tür. Ein Licht! Alter! Is there anybody in there? Was sind das für abgefahrene Spinnenweben hier? So, der Patient ist körperlich gesund, sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehends. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefen, monotonen Gesängen bis hin zu fieberhaftem, schrillem Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Na gut. Da hängt noch eins. So, die Patientin, Alter 7 Jahre, fürchtet sich nächtens vor einem Monster in ihrem Zimmer. Eine Nachtschwester hat die Patientin getröstet, indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch sich selbst und das Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhiggestellt und in Isolationshaft gebracht. Okay. Oh, hier ist es ja ein bisschen heller. Was war das jetzt gerade? Dr. Watkins befahl, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasien zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv. Sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Was bedeutet denn diese Störung des Handys ständig hier, die hier kommt? Warum habe ich das denn im... Ah! Oh mein Gott. Ah! Das kommt immer näher. Ah! Oh, ficken! Alter! Leck mich an am Arsch, ey. Leck mich an am Arsch. Ich weiß, man sollte nicht zurückgehen, aber ich muss hier noch lang. Ich bin hier noch nicht gewesen. Schon wieder? Ah, da bist du schon wieder. Ah! 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 Nein! Anybody there? Alter, ich möchte dieses Spiel bitte nicht weiterspielen. Wo kam das eigentlich her? Ah, aus dem Treppenhaus. Ach, hier bin ich jetzt wieder! Hä, war ich hier nicht schon? Okay, also wir wissen, wenn das anfängt zu flackern, dann kommen die Motherfucker angeschissen. Alter, ich bin richtig hart am Sweaten, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne, da unten ist das. Unten auf dem Bildschirm sieht man. Aber ich gucke mich jetzt erstmal hier ein bisschen noch um. Anybody there?
Boah, sei doch einfach ruhig. Boah, diese Mucke macht mich fertig. Hier, Leichendinger. Wo die, ne, ihr wisst schon. Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nicht länger zu tun haben. Ich habe etwas unten im Heizungskeller gesehen und einer der Krankenwärter auch. Es ist böse und ich werde nicht hierbleiben, um herauszufinden, was es vorhat. Wunderbar. Und ich bin natürlich direkt unten. Im Heizungskeller. Wunderbar. Ah, hier ist wieder der Raum. Okay, alles klärchen. Aber wir haben erst 4 von 6. Da fehlen noch welche. Ah, nicht schon wieder! Da muss ich jetzt hin. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Es gefällt mir nicht, aber ich muss hier rein. Glaube ich jedenfalls. Ja, hier bin ich noch nicht gewesen. Kann ich noch höher? Kann ich noch höher? Alter, ich kann tatsächlich sogar noch höher. Ist hier denn was? Na, wunderbar. Ist klar, weißt du, am besten 2 Stockwerke. Oh, oh. Nein! Wo? 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 Ich bin an der Tür vorbeigerannt. Kann ich die aufmachen? Da kann ich die aufmachen. Boah, dieser Scheißmucke, kann die mal bitte, bitte aufhören. Okay. Da ist nichts drin. Was ist das denn? Ein Bild? Die Mucke macht mich wahnsinnig. Da haben wir noch einen. Ein Relikt. Die Patientin leidet an einem Hortungszwang und versteckt häufig alles, was sie findet. Die Patientin wurde dabei beobachtet, wie sie Dinge festhält und in unsinnigen Phrasen, die vom Personal als verstörend bezeichnet wurden, zu sich selbst spricht. Da ist der letzte. Aha. What? Oh, das hat mich jetzt aber nicht erschreckt. So. Mrs. Eunice Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelnden Arztes einen Stoffbären gegeben. Unser Berrybert, ja. Miss Goodman wurde verwarnt und bis auf Weiteres von der Kinderstation zu einem anderen Bereich zugeteilt. Wo ist das Siegel hier? Das war doch unten im Heizungskeller, du Labertasche. Was ist das denn? Okay, Graffiti. Na gut. Das Siegel ist hier doch gar nicht. Da soll doch keine Scheiße labern. Und hier ist schon wieder so ein... Da
Stimmen mal bitte aufhören. Da ist das Siegel. Oder auch nicht. Alter, wo bin ich denn jetzt hier, ey? Leckt's mich hart am Arsch! Ich hab doch alle Relikte. Jetzt ist die Frage, warum? Jetzt mal ohne Spaß, ne? Jetzt ist die Frage, warum gehe ich nicht unten in den Heizungskeller rein? Die Frage stellt sich ja jetzt gerade, oder? Sollte ich das vielleicht mal tun? Bin ich hier eigentlich auch gewesen? Was ist das denn da Schönes? Emergency Flares. Ja, ist ja wunderbar. Lol. Oh. Jetzt bin ich in dem Bereich des Heizungskellers, wo ich nicht mehr hin muss. Die Mucke hat aufgehört. Voll geil. Finde ich echt nett. Ah! Nicht schon wieder! Ich muss jetzt erstmal da hinten hin. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell nach unten. Und diese Kacke in diesen verfickten Raum bringen. Ja, muss ich doch, oder? Ich habe alle Relikte, also muss ich die Scheiße jetzt auch in den Raum bringen. What? Hört auf zu flüstern. Alter, ich krieg so eine Gänsehaut, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich renne da jetzt einfach durch. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ja, ja, bla bla. So! Schere? They moved the afflicted to this place where you stand. They thought it would protect and lead them to grow. Then came corruption, persecution and chaos. Eine Schere. Ah! Nein! Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, nicht schon wieder! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich jetzt hier lang? Ich hab jetzt auf jeden Fall eine Schere da. Alter, dass das Licht da hinten ist gerade ausgegangen. Was mache ich denn jetzt mit der scheiß Schere? Is there anybody in there? Is there anybody in there? Ich guck einfach gar nicht nach hinten. Da hat gerade das Bild geflackert. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, wir waren ja hier noch nicht. Vielleicht bin ich ja hier richtig. Mal gucken, wa? Ja, hier ist natürlich nichts. Aber ich kann das aufmachen. So, ich habe eine Signalfackel gefunden. Wenn du das Siegel verwendest, kannst du dazwischen nicht in den Objekten wechseln. Da ist ein rotes Licht. Inventar voll, du hast zu viele Leuchtstäbe. Ja, ihr seid ja echt witzig, ey. Da ist rotes Licht. Lol. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor der dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, finden sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise, aber nachdem die Regierung vollzogen wurde, gab New Kipling gehört, dass die Stadt wiedergeboren wurde, okay. Ja, aber wo zum Teufel muss ich denn lang? Da! God. I can't see anything. I can't see anything! So, hier, Siegel. Alles klar, rein die Schere. Okay. Leuchtstäbe. Sag mal, speichert das Spiel eigentlich... Okay, wer ist das? Da lädt was.
Okay, das sind noch überall Zettel. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause hier, geil. Spieldaten werden gespeichert. Ja, perfekt. Das ist gut. Dann können wir nämlich jetzt hier erstmal eine Pause machen. Ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal Beruhigung. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr geilen Schnittchen. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt Daylight, Hardy, miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.